herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Story. Und jetzt ist es wieder finster geworden im Gegensatz zur letzten Folge, weil ich musste mal kurz mich beruhigen, weil das hat mich jetzt so aufgeregt. Diese Schießereien sind nicht so mein Ding. Ich mach lieber so Schleichen oder was weiß ich. Da habe ich nicht die Geduld für diese Schießereien. Da will ich immer weiter, weiter, weiter und dann verrecke ich immer und dann darf ich nochmal von vorne anfangen. So, jetzt schauen wir mal. Oh, was ist denn hier los? Hey, sure you don't want to come in? What, your big empty ass house? Dog, I'm depressed enough already. Alright, well listen, thanks. Look man, before you go, what the fuck happened up there? I said, Trevor went crazy, tried to kill me, I got jumped by the Chinese. Man, before all that, I'm talking about the Fed, Trevor, this guy Brad, man. I know what you meant. Alright, look, I made a judgment call. I don't know if it was the right one. I did what I thought I had to do. I had a young family, Franklin. I was running with a crew of crazy motherfuckers with nothing to lose. I saw an out. A future for me, for my family. I took it. You took it? Man, you burned every motherfucker you've ever known. It was that or die. Look, I know it sounds cold. I don't expect you to understand it. Not yet, but you will. When you got ties of your own. Look, you wake up. Legs, they just give. You just can't run anymore. All right, man, look. You watch your back, all right? When Trevor finds out you're still alive, I don't know what the fuck he gonna do. Don't worry about Trevor. He's not gonna get near me. Hey, you watch your back. Dog, it ain't me he coming for. We straight. It's you, dog. It's you. Oh Mann, Leute. Da kann man ja gar nicht mit zuschauen. Puh. Wird immer schwieriger, die Story. Immer deprimierender irgendwie. Ich hoffe, die hat ein Happy End. Aber wahrscheinlich nicht. Leider. Let's go. Umziehen brauchen wir uns nicht. Da leuchtet ein S auf. Da werden wir gleich mal hinfahren. Warum ist denn die Karte nicht mehr aufgedeckt? Sehr merkwürdig. Seit dem letzten Laden stimmt da irgendwas nicht. Solomon. Ah, okay. Der will ja Filmregisseur oder in die Filmbusiness einsteigen. Schauen wir mal. Ach, ist der schon wieder mehr aufgemotzt? Das hat er doch ausgestellte Kotflügel. Aber lustigerweise ist es Tag und es regnet immer noch. Obwohl, kann ja auch sein, dass es dauernd durchgeregnet hat, aber... Naja. Mann, 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 Mann. Ich will, dass Trevor und Michael sich wieder vertragen. Ich meine, der Trevor, der muss es doch verstehen und anscheinend war doch der Brad sowieso schon tot. Ja, was soll's? Okay, dass er gesagt hat, er wäre tot. Aber... Der Trevor ist halt einfach nur mal ein Psycho und der hätte es wahrscheinlich damals noch viel mehr nicht verstanden. Oh! Okay. Was? Hört auf! Okay. Erledige Rocco. Okay. Warte mal, das muss ich jetzt mit der Tastatur machen, weil da muss ich schießen wahrscheinlich. Oh Mann.
Ja, super. So wird es nix. Ey, diese scheiß Regen, Mann. Das machen die doch extra, oder? Ey. Oh Mann, ey. Ja, das ist wirklich totally Bullshit. Was a. Ah. Come on. Come on. Noch eine beschissenere Karre hätten sie auch nicht hinstellen können, oder? Okay. Tastatur. Nein! Kaum nehme ich die Tastatur. So. Okay. Verlasse das Gebiet. Wird erledigt, Sir. Einen armen alten Mann verprügeln. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. You're throwing me softballs. Rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. But could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Okay. Ja, mach mal. Yeah, of course. I'll be right over. So, let's go. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das zur Hauptstory dazu gehört, aber das machen wir jetzt einfach mal. Ey, Mann, was ist denn das für ein Mist hier? Oh. Trolley Wanta oder was auch immer das für ein Scheiß ist hier. Aber wir fahren jetzt da durch. Meine Güte, da. Heute bin ich schon leicht aggressiv ein bisschen. Aber nur ganz leicht. Nur ein bisschen. La 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 la. Muss mich ein bisschen ablenken. Okay. Come in. Come in. Thank you. Thank you. Thank you. Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Wow. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Der hat doch gar nichts gemacht. Alright, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. Und es regnet I immer noch. I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Ho. Jetzt schnappen wir uns erstmal den Audi. Ballade von Rocco. Und jetzt haben wir da unten ein L. Schaffen wir das noch? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist mir jetzt wurscht. Wird halt wieder wegen länger. Da fahren wir wenigstens noch hin. Ja, wo ist es denn? Ach, das ist für ein. Das ist für ein Michael, ja. Da oben ist ja nichts mehr. Okay, dann L. Lester. Ja, dann fahren wir nochmal hin. Schauen wir mal, was der Lester von uns will. Irgendwie muss es ja weitergehen, weil muss man wahrscheinlich trotzdem ein paar Nebenmissionen machen, damit die Hauptmission weitergeht. Oder vielleicht sind Nebenmissionen ab und zu auch Hauptmissionen. Da blickt ja keine Sau mehr durch. Tü-tü. Mit dem geht schon um einiges besser. Der Michael hat sowieso die beste Karre, die man immer kriegt. Die vom Trevor ist scheiße, der Jeep. Ach ja, und der Franklin hat ja den anderen da.
Das Muscle Car. Ja, geht. Kann man fahren. Ah, geht so. Hau ab. Hau ab. Come on, Superstar. Superstar, Superstar. Wow. Alter, war das knapp. Ey, irgendwie am Anfang, also wenn man noch nicht so weit fortgeschritten ist, da steht ein Auto. Ach, das sind die Autos, die geschnappt worden sind. Ganz am Anfang, da sind die Autos noch nicht so chaotisch gefahren. Und der Verkehr war auch noch nicht so krass. So, Lester Mausi. Was hier so abgeht, sehen wir aber in der nächsten Folge, weil dauernd so lange Folgen muss ja nicht sein. Tschüss, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bye, bye.